Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 4 Strangerville Schneeparadies. Und, oder wie ich es gerne nenne, Stranger Schnee. Und ja, wir haben uns schon mal in der letzten Folge ein bisschen umgehört und umgeschaut in Strangerville und haben einiges erfahren oder auch weniger erfahren. Wir müssten mit Jack unsere Programmierfähigkeit verbessern, damit wir auch die Computer durchforsten können. Und das werde ich dann auch irgendwann in Angriff nehmen. Was ich dann auch vorhatte, ist, dass die tatsächlich auch mal in den Urlaub fahren jetzt. Ich meine, ich hatte... Beziehungsweise nein... Das könnten wir doch theoretisch ganz gut kombinieren. Ich habe ja gesagt schon öfters, dass die auch mal in den Urlaub fahren nach diesem Semester. Und dann habe ich wieder ein neues angefangen. Und ja, diesmal würde ich schon sagen, dass wir... nach, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die Stadt eigentlich heißt. Gut. Urlaub nehmen. Haushalt umziehen, Haushalt verlassen. Reisen. Ach nee, das ist was anderes, ne? Müsste ich dann Urlaub nehmen, genau. Das habe ich gemeint. Dann werde ich doch sehen. Genau. MT Komorebi. Komorebi. Wenn das so richtig ausgesprochen wird. Wintersport. Die Gebirgsstadt Yukimatsu ist ein schneebedecktes Paradies zum Skifahren, Snowboarden, Schlittenfahren und Bergsteigen. Onsen? Nach einem lustigen oder schmerzhaften Tag im Schnee kannst du dich in den heilenden, heißen Quellen des Onsen entspannen und erholen. Bergsteigen, Ausflug. Plane einen Gruppenausflug und versuche den Gipfel des MT Komorebi zu erreichen. Warum müssen das eigentlich immer solche komischen Namen sein, mit denen ich immer Schwierigkeiten habe? Das wäre ein Mietobjekt. Da würden wir wahrscheinlich auch alleine wohnen. Ich denke mal, hier wohnt man überall alleine. Dann würde ich mal fast sagen, suchen wir uns eins von den beiden aus. Ich würde das hier nehmen. Mal schauen. Wir würden schon gerne 7 Tage nehmen, oder? Auch wenn wir dann in Strangerville nicht weiterkommen. Aber vielleicht können wir im Urlaub auch ein bisschen die Programmierfähigkeit aufbessern. Aber dann würde ich mir halt schon gerne das Schneeparadies mal angucken. So, ist das nicht knuffig hier? Schneemann bauen. Was kann denn die Kleinen machen? Im Schnee spielen. Dann macht das am besten mal. Auch wenn ihr eigentlich müde seid. Ich habe jetzt vergessen, euch kleine Betten mitzubringen, ne? Mitzunehmen. Na, verdammt. Okay, gut, dann müsste ich mir unter Umständen mal raussuchen, nach oben fahren. Hier gibt es doch irgendwie warme Speisen und Getränke kaufen. Toilette benutzen. Sieht ja schon irgendwie cool aus, ne? Okay, das ist aber keine Bude, wo ich mir sonst noch irgendwas holen kann, ne? Es gibt doch auch
bestimmte Märkte? Oder ja, ich habe echt keine Ahnung. Na gut. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Kann ich auch mit denen dann Schlitten fahren? Schneeballschlacht, Schneemann bauen. Schlittenfahrt fahren auf Übungshang. Fortlaufend mit. Ah ja, genau. Ich würde das gern sehen. Bist du Rocco? Ja, du sollst mit dem Schlitten fahren. Und der stinkt immer noch. Wo lauft ihr denn eigentlich hin? Könntest du dem hier bitte die Windeln wechseln? Ich würde mit dir gerne. Wäre das vielleicht mal möglich? Der erste Tag, alle sind fertig. Aber ich will mir das angucken. Nadja hat sich ein Snowboard in der Hütte geliehen, aber es ist nicht besonders hochwertig und bietet kein gutes Fahrgefühl. Und wo ist das jetzt? Ah, hey, ist doch cool. Oh Gott, erstmal da hochlaufen. Ich hoffe, du legst dich nicht. Du hast dich hingelegt, okay? Snowboard-Fähigkeit erworben. Nadja hat für sich ein neues Hobby entdeckt. Snowboarden. Ja, wohin läufst du denn? Kann man mir mal sagen, wo der Check hin geht? Ja, geil, was machst du denn jetzt? Bist du gerade durch den Zaun? Okay. Das hat ja super. Oh mein Gott, da fährt sich Schnee. Ich Schlitten. Aber eigentlich hätte ich. Oh Mann. Also mit euch. Ihr seid wirklich unmöglich. Ich hätte aber, ja. Gibt es hier denn wenigstens diesen Laden oder wo ist der allerlei? Also irgendwie komisch. Also eigentlich wäre ich ja schon gerne dafür, dass wir diese Hütte finden.
Ach so, Verkaufsautomaten. Das wird ja einer wohl von denen eben gewesen sein. Hier, die hier. Semikapsel, Krimskram. Genau, Krimskrams. Gott, muss dringend pieseln. Super. Also, das war irgendwie jetzt doch eine blöde Idee. Objekt zur Verbesserung deines Urlaubserlebnisses über das Telefon oder den Briefkasten kaufen. Okay, das werde ich mir dann auch merken. Beruhigende Wundsalbe. Kittyboards. Das ist für Kinder. Wann wird es Winter? Zisch-Abkanister? Okay, ich glaube, dass wir holen uns mal eine Simi-Kapsel. Ja, was denn? Geld verschlossen. Cool. Okay, was habe ich denn vergessen? Geschenke kaufen? Jetzt Zubehör bestellen. Ja, für Haustier brauche ich nichts. Ah, da. Drei. Und ich glaube, das war's, oder? Das ist jetzt in meinem Inventar drin? Ja, schön. Das heißt, wir können jetzt mal nach Hause. Oh, guck mal, da ist das Stadtmaskottchen. Ja, mach Hahn. Okay. Ah, so, jetzt werde ich erstmal diese Töpfchen hier platzieren. Und die Betten. Okay, du hast ja auch welche im Inventar. Okay, naja, ist ja auch wurscht. Ja, hier ist ja auch sehr viel Platz jetzt für Kinderbetten. Das wird ein ganz toller Urlaub. Ich überlege, ob ich den nicht gleich absagen soll. Und später, wenn die größer sind, wieder komme. Bestimmt ist das sehr gesund, wenn die am Lagerfeuer, am Lagerfeuer, am Dings hocken. Also, was ich aber machen will, ist, dass du aufs Töpfchen gehst. Du gehst aufs Töpfchen. Und du gehst aufs Töpfchen. Wo schläfst du? Oh Gott. Ich. Der hat ja immer noch nicht die Windeln gewechselt bekommen. Soll denn das? Und warum sind hier komische Männer? Und wo sind meine. Du kannst jetzt hier mal deinen Arsch hinbewegen. Und du auch. So. Du bist, glaube ich, auf dem Weg.
Ja, du stinkst auch. So, bewegst du jetzt mal deinen bescheuerten Po hier hin? Meine Güte, was ist denn jetzt los? Wir können auch direkt heimfahren. Oh mein Gott. Und du gehst zur Unterkunft. Meine Güte. Und wer stinkt, du stinkst, ne? Ja, du müsstest eigentlich mal gebadet werden. Sieht hier aber auch keiner ein, ne? Baden? Jacob ist das, ne? So, und du gehst schlafen, damit du schon mal aus dem Weg bist. Und du gehst auch schlafen, weil du mir auf die Nerven gehst. Und du kannst jetzt aufhören, hier hinzugehen und kümmerst dich jetzt endlich mal darum, dass dein Kind gebadet wird. Oh, meine Fresse. Hochheben. Und baden. Ab. Der Abschluss? Nein, wir werden da jetzt nicht dran teilnehmen. So, brauchst Vergnügen. Du brauchst jetzt erstmal Spaß, ne? Ich meine, Schlaf. Du gehst hier mal schlafen. Also der Urlaub ist irgendwie nicht so berauschend, ne? Was wird das, wenn es fertig wird? Du kriegst jetzt keinen Tobsuchtsanfall. So, du wurdest jetzt... Ach, du bist das. Ach ja, genau. Du kannst hier schlafen. Und dann wirst du hier schlafen. Und du gehst hier schlafen. Oh. Wir hätten doch noch warten sollen, bis wir wirklich... Weißt du, ich meine, die Kleinkinder haben wir hier halt nichts von. Die können nur Schnee mal im Schnee spielen. Wir können zwar mit Schlitten fahren, und das hat ja auch jetzt bis jetzt ganz gut funktioniert. Du musst jetzt hier das Kleinkind nicht überprüfen. Du wolltest ins Bett gehen, du Depp. Und ich glaube, dass wir tatsächlich nach Hause fahren und gucken, dass die Kleinkinder in Schulkinder altern, also dass wir Geburtstag feiern. Da wollte ich ja eigentlich warten, bis die alle ihr Töpfchenfähigkeitslevel auf 3 haben. Und dann können wir die altern lassen. Weil die können dann auch Skifahren, die Kinder. Mhm. Du kommst also auch nie ins Bett, oder? Och man, du sollst nicht ein Nickerchen machen, du sollst richtig schlafen. Also ich fahre tatsächlich gleich mit denen wieder heim. Und du hattest jetzt einen Albtraum. Wisst ihr was? Also irgendwie macht mir das keinen Spaß im Moment. Also die gehen mir hier im Urlaub echt auf die Nerven. Es war doch ein bisschen zu früh. Gut.
Gut, jetzt sind wir wieder hier. Seid ihr alle zufrieden? Aber den hast du natürlich nicht mehr eingesteckt, ne? Oder in das Inventar deines Sims. Ja, Gott sei Dank. Denken hier andere mit. So, du wirst jetzt mal arbeiten gehen. Du bist Zweier-Oberschülerin. Du gehst jetzt in die Schule. Ab mit dir. Und du? Büropersonal. Genau, du wirst Büropersonal. Das ist nämlich die neue Karriere, die es gibt. Und dir habe ich gesagt, du sollst zur Schule gehen. Ja, wie jetzt? Kein Bock oder was? Was macht ihr hier eigentlich? Die Leviten lesen? Hast du den Arsch offen oder was? Naja, gut. Ja, so meine Lieben. An dieser Stelle ist es auch wieder Zeit, einen Cut zu machen. Ich hoffe, dass die nächste Folge ein bisschen erfolgreicher wird. Was das so alles betrifft. Dass ich die Kinder wieder unter Kontrolle kriege. Und dass ich meine Sims an sich unter Kontrolle kriege. Naja gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.